Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FIFA 18 Karrieremodus. Weiter geht's. Sieht ja momentan ganz gut für uns aus. Wir spielen wieder besser. Und es sieht auch meistens eigentlich ganz gut aus, was wir machen, würde ich behaupten. Ja, Getafe steht für uns an in dem 7. Spiel. Ja, doch, da steht's. Zum Glück. Ja, hoffen, dass es heute wieder ein bisschen besser läuft. Und so soll es gehen. 4-1-3-2 hat in den letzten Spielen gut geklappt, wenn wir es gespielt haben. Deshalb genau so. Nochmal vorne Perez, Andone. Und hoffentlich mit ein paar Türchen vorne. Guaita hinten im Tor bei Getafe. Antunes als Linksverteidiger. Bruno ist auch in der Innenverteidigung dabei. Doppel-6 in einem 4-2-3-1. Pacheco links vorne, Alvaro rechts vorne und vorne im Sturm. Daye. Und wir wollen bitte viel Gutes heute sehen, weil wir uns ja immer noch in dieser Entwicklungsphase befinden und versuchen, einen guten Spielstil aufzubauen. Auf geht's mit Andone, der sich hier versucht durchzusetzen. Emre Çolak mal aus der Distanz. Sah echt gut aus. Leider dann aber vorbei. Hier aus einem anderen Winkel. Ja, gut, von hier sieht es ein bisschen weiter vorbei aus als von oben, aber das hätte schon ein schönes Tor werden können von Emre Çolak, der bisher einer der besten Spieler ist in dieser Saison. Und das ist schon eine Überraschung, weil auf ihn habe ich nicht ganz gesetzt, muss ich sagen. Eine halbe Stunde ist um und auch Getafe möchte mal nach vorne mit Faya, der hier gleich mal aus der Distanz Pantelimon prüft, der nicht ganz den Ball festhalten kann. Immerhin bleibt der Ball bei La Coruña. Emre Çolak kann das Spiel wieder aufbauen. Ja, verliert hier den Ball gegen Shibasaki, weil er eben nicht die Präzision in diesen Pass reinlegen kann. Langer, langer, langer Ball auf Pacheco. Valentin zu weit weg, in die Mitte gelegt und feiert schon wieder mit dem Schuss. Dieses Mal Pfosten. Fast ist 1-0 für Getafe. Guter Kopfball hier in die Mitte gelegt und dann sofort der Schuss. Und dann der Außenpfosten. Glück für La Coruña, weil hier hätte Getafe auf jeden Fall in Führung gehen können. 5 Minuten später, Luisinho mal über die linke Seite bei La Coruña. Mit Bacardi, der heute mal wieder dabei ist für Carles Gil, wechseln sich ja beide eigentlich ziemlich ab in der laufenden Spielzeit. Lucas Perez holt sich den Ball, Andone schickt Emre Çolak. Tor 1-0. So schnell kann es gehen und so schön kann es gehen. Und das wäre jetzt vielleicht nicht so das Schönste. Nach 37 Minuten führen wir mit 1-0 gegen Getafe und das war schön gespielt. Lucas Perez schnappt sich den Ball hier um, passt auf seinen Sturmpartner Andone und der steckt perfekt durch auf Emre Çolak, der da nur noch einschieben braucht und sein zweites Saisontor macht. Schön gespielt und die Führung zu einem guten Zeitpunkt geholt. Aber die erste Halbzeit ist noch nicht vorbei, denn Getafe möchte auch nochmal. Aber der Pass von Alvaro, der wird schnell abgefangen. Bacardi auf dem Weg nach vorne nimmt Emre Çolak den Torschützen mit. Lucas Perez, hoher Ball auf Andone, der kann sich durchsetzen gegen Bruno, legt den Ball sich auf rechts, schöne Flanke rein. Emre Çolak schon wieder. Dieses Mal aber Huita mit dem guten Auge und der guten Parade gegen den starken Kopfball eigentlich. Er hätte fast das 2-0 geben können, fast der Doppelpack für Emre Çolak, der wirklich ein grandioses, gutes Spiel machte. 1-0, damit geht es in die Halbzeitpause. Ein sehr gutes 1-0, weil wir haben uns sehr gesteigert nach den ersten Minuten, die nicht ganz so gut waren. Feier von Getafe auch mit guten Aktionen. Aber dann waren wir nur am Drücker. Gutes Pressing hier, aber noch kein Ballgewinn. Jetzt aber, weil der Fehlpass kommt. Lucas Perez auf Andone. Nochmal auf Lucas Perez. 2-0. 52. Minute, Lucas Perez direkt eigentlich nach dem Wiederanpfiff mit dem 2-0 per Volley. Schönes Pressing hier an Andone dann mit dem schönen Pass zurück auf seinen Sturmpartner und der mit Gefühl, mit ganz viel Gefühl rechts rein. Da ist Guaita ein bisschen zu klein und zu kurz, um diesen Ball zu erreichen. Carles Gil kommt rein für Bacardi. Und wir haben jetzt ein schönes und gutes Ergebnis im Rücken. Bei verbleibenden 25 Minuten. Daye wird geschickt. Ziemlich viel Platz jetzt für Getafe. Und anstatt drüber zu legen, schießt Daye selbst ab. War dann die schlechteste Entscheidung, weil hier hätte dann noch was gehen können. Oben waren zwei Spieler von Getafe frei. Und Daye macht das eben nicht. Pacheco auf seinen Partner. Daye.
Ah, kommt hier sehr gut durch den Dagger und der Ball ist drin. Dieses Mal macht das besser als eben in der Szene. 15 Minuten noch zu spielen und Anschlusstreffer. Anschlusstreffer von Ndaye, der eben die Großchance vergeben hat und dann nicht hochgelegt hat. Kommt hier ganz locker an Sydney vorbei. Und dann auch mit dem Schuss an Panteleimon. Sein zweites Tor in der Liga bisher. Hätte man auch ein bisschen besser verteidigen können. Direkt nach Anpfiff wieder. Ach, wieder Anpfiff. Katarbia. Auf Lucas Perez. Einmal links, einmal rechts, einmal links. Und dann der Pfosten. Nochmal die riesige Chance für das 3-1 von Lucas Perez. Aber am Ende hat es dann doch eben gereicht, dieses 2-1. Lucas Perez und Emre Çolak machen die Tore zum 2-1. In Daye. Noch das Tor für Getafe. War ein gutes Spiel von uns. Sehr wenig hinten zugelassen. Allerdings hatte Getafe trotzdem zwei sehr gute Chancen und hätten eigentlich auch 2-2 spielen können. Also mit ein bisschen Pech geht das hier ganz anders aus. Von daher gut und glücklich, dass wir 3 Punkte mitgenommen haben, die wichtig sind für uns. Und beim nächsten Mal aber ein bisschen mehr aufpassen. Das nächste Spiel haben wir ja gleich. Wir haben uns vorher noch ein paar Spieler angeschaut, die wir vielleicht bald kaufen möchten. Müssen ja auf so vielen Positionen dann bald mal was machen. Die ersten Jugendspieler sind auch da, die jetzt aber leider nicht so interessant aussehen. Das sind die ersten aus Spanien. Aber ja, das wird sich dann auch alles zeigen, weil wir sind ja immer noch in der Findungsphase. Oktober haben wir jetzt gerade erstmal und bis wir da die Spielerrollen, die wir brauchen, wissen, ist noch ein bisschen Zeit vergangen. Oder die Spieler wissen, die bei uns auf jeden Fall bleiben sollen. Das wird noch ein bisschen Zeit dauern. So, Eibar kommt nicht zu uns, sorry, wir spielen bei Eibar und wollen bitte auch hier gegen Eibar gewinnen. Die sind auf Platz 6. 13 Punkte, 1 Punkt mehr als wir. Und dabei auch die etwas bessere Tordifferenz, die beiden Aufstellungen gleichzeitig. Riesco im Tor bei Eibar und bei uns die normale Viererkette wie eben eigentlich. Guilherme Boches sind auch dabei. Bei Eibar ist Takashi Inui dabei, unter anderem. Vorne im Sturm Enrich und Player, geholt von Nizza. Bei uns Lucas Perez. Wir gehen von dem 4-3-1-2 weg und gehen wieder ins 4-2-3-1 zurück. Inui, gleich mal der lange Ball auf Player, der hier schön durch ist. Scher trabt nur hinterher und dann Panteleimon rettet erstmal das 0-0 nach knapp 2,5 Minuten. Schon die Riesenchance für Alassane Player. Hier Eibar in Führung zu bringen. Das war dann auch die einzige Szene in dieser ersten Halbzeit, die sonst echt langweilig war. Da gab es nichts zu sehen. Keine Chancen, keine interessanten Szenen. Absolut gar nichts. Nach 56 Minuten wieder Eibar nach vorne. Enrich kriegt den Ball gegen Scher wieder vorbei. Und wieder Panteleimon, der die Null erstmal festhält und wegpariert. Aber der Pass hier nicht gut. Dalsaro kommt vorbei, geht auf die rechte Seite, flankt in die Mitte und Sydney vorm Stürmer an dem Ball und Bruno Gamma auf Emre Çolak und Perez. Unten viel Platz, sehr viel Platz. Hat Lucas Perez gesehen auf Cartabia. Ganz viel Platz für den Argentinier. 1-0. Nach einer Stunde im Spiel ist Cartabia komplett blank und macht das Ding rein. Wunderschöner Pass von Lucas Perez. Und dann Katabia, gute Ballmitnahme und mit rechts abgeschlossen. Was ein Passfeuer und was ein Laufweg. Stark gespielt. Und Eibar jetzt unter Zugzwang. Lucas Perez mit dem Ballverlust. Alassane Player direkt auf seinen Sturmpartner Enrich. Zurück auf Pedro Leon. Der probiert es mit seinem rechten Fuß, aber schießt das Ding vorbei am Tor von Panteleimon. Lucas Perez nochmal. Noch 11 Minuten. Und Valentin hat auf der rechten Seite mal richtig viel Platz. Geht und geht und geht. In den 16er hinein. Flache Flanke rein. Lucas Perez. Sein zweites Ding in dieser Folge. Und seine zweite gute Aktion in diesem Spiel. Eben die Vorlage für Cartabia. Und jetzt hat er die Vorlage von Valentin bekommen. Starker Ball von Valentin, unserem Rechtsverteidiger. Und dann schön abgeschlossen von Lucas Perez. An Riesco vorbei. Zum 2-0. Und damit zur Vorentscheidung? Fragezeichen. 6. Tor für Lucas Perez in dieser Saison.
hat sich langsam gefangen nach schlechter Anfangsphase. Die 90. Minute läuft nochmal die Chance vielleicht für La Coruña, aber Emre Çolak verliert den Ball. Player bekommt den Ball, zieht alleine in den 16er und dieses Mal ist der Ball drin. Nochmal der Anschlusstreffer durch Alassane Player, dem Neuzugang von Nice. Kriegt den Ball, schnell vorbeigegangen und dann ist er zwar von seinen Mitspielern alleine gelassen im 16er, macht das Ding aber trotzdem rein und trotzdem war es das. Es reicht erneut. Unter anderem durch sein Tor Lucas Perez, das andere hat Federico Catabia gemacht, sehr stark gespielt und wir holen uns den nächsten Dreier. Es läuft momentan. Wir sind in einem sehr schönen Formhoch und das zeigt sich auch in der Tabelle Platz 6 nach 8 Spieltagen mit 15 Punkten vor Atletico Madrid, vor Real Madrid und vor unter anderem auch Athletic Bilbao. Das ist richtig, richtig stark. Das ist richtig stark. Also momentan kann man eigentlich nur zufrieden sein. Und deshalb werden wir natürlich auch gleich das nächste Spiel hinterherlegen gegen Girona, die ihrerseits momentan auf Platz 16 sind nach 8 Spieltagen. Ja, auch aufgestiegen und dieses Mal zu Hause im Abanca Riazor wollen wir am besten nochmal 3 Punkte holen. Das wäre natürlich überragend. Wieder ein 4-1-3-2. Eben das 4-2-3-1 hat nicht so ganz gut funktioniert, also zurück zu den alten Tugenden, die gar nicht so alt sind. 4-1-3-2 mit Bakali auf der linken Seite heute vorne. Neben Perez mal Adrian und nicht Andone. Bei Girona sieht das so aus, Iraisos im Tor. Das Ganze in einem 5-4-1, also Fünferkette. Etwas neu für uns. Mal schauen, ob sich da die Lücken ergeben. Bakary Sako und Simone Verdi auf den Außen im Vierer-Mittelfeld und vorne ganz alleine der Stuani bei Girona. Ganze 2 Minuten um, ehe wir die erste Szene sehen. Und wir sehen, Girona steht sehr tief drin, aber schnappt sich hier auch den Ball nach dem Fehlpass von Valentin, der Bakary Sako aber sofort wieder angreift und sich den Ball zurückholt. Sehr stark gemacht. Celso Boches auf Emre Çolak und Lucas Perez. Da ist sein Sturmpartner Adrian durch, bekommt den Ball. Adrian schießt nur Iraisos an. Riesige Chance für den Spanier, der zu seinem ersten Einsatz hier erst kommt. Hätte sich da fast schon einen kleinen Kredit erspielen können gegenüber Andone. Vielleicht jetzt, da kriegt er wieder den Ball. Wartet auf Emre Çolak, der gut durchstartet. Versucht die Fünferkette irgendwie zu brechen. Schöner Pass von Adrian und dann ist es Lukas, der die Führung erzielt. 32. Minute. Lukas Perez. Schon wieder. Momentan wie der ganze Club eigentlich in einem Formhoch. Aber hier ging es auch richtig, richtig schnell. Also der Pass von Emre Çolak und dann mit der Hacke weitergeleitet von Adrian. Direkt auf den Fuß von Lukas Perez. Starkes Ding. Richtig schön und schnell gespielt und vor allem auch effektiv. Das ist ja auch ist auch ein sehr wichtiger Faktor, weil wenn du viele Chancen hast und trotzdem keine Tore machst, dann kannst du ja auch nichts von kaufen. So war das gut gemacht. Emre Çolak verlagert das Spiel auf die linke Seite mit Luisinho und Lucas Perez schickt Adrian. Macht er ihn? Er macht ihn per Lupfer. Eben der Assist für Lucas Perez und dieses Mal bekommt er den Assist von Lucas Perez und macht ihn selber. Adrian in seinem ersten Spiel für Deportivo La Coruña mit einem Assist und einem Tor. Sehr schön gespielt, auch hier die 43. Minute gibt uns das 2-0. Und Girona, die müssen jetzt natürlich liefern, die können jetzt nicht weiter sich hinter ihrer Fünferkette verstecken, aber machen genau das. Adrian schon wieder alleine durch. Adrian muss ihn alleine machen und schießt dann Iraisos an. Fast das 3-0 und das kurz vor der Halbzeitpause. Das wäre es natürlich gewesen. Mit dem 2-0 geht es in die Pause. Seitenwechsel steht an und Girona, die müssen sich fangen. Müssen auch vor allem weg von ihrer Fünferkette, weil viel Spielbetrieb nach vorne gibt es da nicht, wenn sie weiterhin so bleiben. Da ist wieder Adrian und Emre Çolak, die beide wirklich gut gespielt haben mal wieder. Vor allem Çolak. Perez legt nochmal ab auf Adrian. Der bleibt aber leider an dieser Fünferkette hängen, die immer noch da ist. Boches aus der Distanz. Und Iraisos muss sich da ganz lang machen. Boches hatte ja schon einen Distanzschuss reingemacht am ersten Spieltag. Hier wäre beinahe der nächste bei rausgekommen, weil das Ding, das sah sehr gefährlich aus und hat sich schön gesenkt. Die 56. Minute, Celso Boches und Lucas Perez. Wieder viel Ballbesitz für Deportivo La Coruña.
kein Foul hier und Chance für Stuani, mal in die Hälfte von La Coruña reinzukommen. Da ist wieder Stuani, kriegt den Ball zurück, ist allein im 16er, legt den Ball rüber auf Bakary Sako. Anschlusstreffer für Girona. Das nach einer Stunde im Spiel, gefühlt die allererste Chance für Girona. Stuani setzt sich hier stark durch und hat dann die Übersicht für seinen Mitspieler. Pantelimon ein bisschen zu spät dran. Aber auch der Stellungsspielfehler von Valentin, der dann auch einfach viel zu lange zögert, um sich vor Bakary Sako zu stellen. Der jetzt wieder den Ball von Stuani bekommt und auf Timor spielt. Stuani nochmal auf Bakary Sako. Na, das wäre jetzt aber ganz schön in die Hose gegangen, wenn der reingegangen wäre. Dann hätte man innerhalb von kürzester Zeit das 2:0 abgegeben. Carlos Gil kommt rein für Zakaria Bakali. Noch 20 Minuten und Girona ist da und wir machen Fehler. Stuani auf Simone Verdi und den Torschützen Bakary Sako, der die Lücke irgendwo sucht. Und den Ball erstmal zurück auf Planas spielt. Wieder Sako. Lange, sehr lange Flanke und 2:2. Douglas Luiz mit dem Ausgleichstreffer. Der Brasilianer macht's per Kopf und schlecht gemacht von Luizinho. Hier ist Valentin zu spät dran an Sako, langer Ball und dann steht Luizinho einfach richtig da. Aber er springt einfach nicht gegen Douglas Luiz, der sein erstes Tor macht. Ja, und so schnell kann es gehen. Girona macht aus anderthalb Chancen 2 Tore. Aber Deportivo La Coruña gleich wieder auf dem Vorwärtsmarsch. Lucas Perez kriegt den Ball, legt sich den Ball auf links, aber schließt trotzdem mit rechts ab. 3:2. Was ein verrücktes Spiel. 10 Minuten vor Schluss, wieder die Führung. Nach dem 2:0, dann dem 2:2, jetzt das 3:2. Starker Pass, schön den Ball auf links gelegt, aber dann trotzdem mit rechts abgeschlossen. Und Lucas Perez könnte wieder zum Helden werden. Stark gespielt auf jeden Fall, aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Denn wir haben noch ein bisschen, 7 Minuten noch auf der Uhr. Und Adrian hat mal den Ball. Jetzt bloß klug und sicher spielen. Luizinho auf Valentin, der wie Luizinho heute auch nicht so ein gutes Spiel hatte. Adrian kommt vorbei, spielt auf Lucas Perez und fasst das 4:2. Und das war's dann auch. Perez, 4 Schüsse, 2 Tore. Wieder Man of the Match-Leistung mit seinen 2 Toren. Am Ende wurde es dann nochmal richtig knapp, weil Girona eben aus einem 2:0 nochmal ein 2:2 gemacht hat. Aber wir konnten uns dann durchsetzen und uns die perfekte Folge gönnen. 3 Spiele, 3 Siege, sehr stark. Zu unserem Liga-Alltag gibt es dann in der nächsten Folge gegen Vallecano auch mal die Copa de España, wie sie hier bei FIFA heißt. Im Pokalwettbewerb müssen wir dann die Leistung, die wir aktuell in der Liga zeigen, auf jeden Fall mitnehmen. Denn so kann da was auf jeden Fall bei rauskommen. Werden wir in der nächsten Folge erfahren am nächsten Dienstag. Also bis dahin. Tschüss.